Im Rahmen ihrer Sommertour besuchte die Staatsministerin Dr. Maria Böhmer am Dienstag, den 16. August, den Kinderschutzbund Ludwigshafen. Vor Ort besichtigte sie zusammen mit der Vorsitzenden des Kinderschutzbundes, der Landtagsabgeordneten Marion Schneid, und der Ludwigshafener Beigeordneten für Kultur, Schulen, Jugend und Familie, Professor Dr. Cornelia Reifenberg, die Räumlichkeiten der gemeinnützigen Institution in der Bahnhofstraße. Beim Rundgang durch das Stöberstübchen, die Büros und die Räume für bekleideten Umgang gab es den ersten kurzen Austausch, bevor die Mitarbeiter des Kinderschutzbundes den Anwesenden ihre Abteilungen und Aufgabenfelder genauer vorstellten. Wir wollen gerne alle drei Bereiche auch ansprechen. Das heißt einmal unsere Kindertagespflege. Hier sind die Bedingungen in Rheinland-Pfalz nicht so gut. Da möchte ich ihr einiges mit auf den Weg geben, um vielleicht auch die Situation ein bisschen verbessern zu können oder zumindest verdeutlichen. Dann haben wir den Kinderschutzdienst. Das ist unser ganz sensibler Bereich. Auch hier ist es ein bisschen schwierig, weil die Landesförderung immer so gedeckelt ist und wir immer gucken müssen, wie wir unsere Gelder dann selber akquirieren. Und generell haben wir natürlich viel Ehrenamt hier. Das heißt, wir haben Familienbegleitungen, wir haben Elterntelefone. Also wir haben viele Menschen, die sich hier ehrenamtlich einbringen und auch das möchte ich ihr natürlich gerne mit auf den Weg geben. In einem regen Austausch wurde während des Gespräches über diverse gesetzliche Rahmenbedingungen, Förderungswege und Förderungskonzepte des Landes und des Bundes und die alltäglichen Erfahrungen der Mitarbeiter diskutiert. Sowohl Maria Böhmer als auch Cornelia Reifenberg attestierten den Mitarbeitern und dem Kinderschutzbund im Allgemeinen eine große Bedeutung für die Stadt Ludwigshafen und die Gesellschaft. Beide sprachen Dank und Lob für das stetige Engagement der vielen ehrenamtlichen und hauptamtlichen Mitarbeiter aus. Alle waren sich einig, dass der Bedarf an Hilfsangeboten auch zukünftig eher steigen wird. Weil ich glaube, jede Einrichtung, die so als gemeinnütziger Verein arbeitet, erbringt unwahrscheinlich viel für das gesellschaftliche Leben. Und das müsste mehr in den Fokus gehoben werden. Und da hängt natürlich auch die Finanzierung dran. Und wir kriegen Zuschüsse, aber vieles ist auch spendenfinanziert. Und das ist oftmals so ein Schwanken auch, ob wir die Gelder dann auch tatsächlich für verschiedene Projekte auch bekommen. Insofern würde ich mich gerne dafür einsetzen, dass eben dieses Ehrenamt und diese Gemeinnützigkeit auch gestärkt wird. Der Kinderschutzbund selbst hofft neben der politischen Unterstützung auch weiterhin auf eine große Spendenbereitschaft der Bevölkerung, um seine Hilfsangebote fortführen zu können. Eine wichtige Einnahmequelle ist hierbei unter anderem auch das seit 2013 existierende Stöberstübchen geworden. Im Stöberstübchen des Kinderschutzbundes findet man viele nützliche und brauchbare Dinge, von Second-Hand-Kleidung über Geschirr bis hin zu Dekoartikeln und Kuscheltieren zu günstigen Preisen. Ein Besuch im Stöberstübchen lohnt sich sowohl für Familien als auch für jeden, der gerne nach einigen Schnäppchen stöbert. Für Hilfesuchende ist die Geschäftsstelle des Kinderschutzbundes während der Öffnungszeiten dienstags, mittwochs und donnerstags als Anlaufstelle und Kontaktadresse erreichbar. Die Anliegen der Kinderschutzbundmitarbeiter wollen Maria Böhmer als auch Marion Schneid und Cornelia Reifenberg in ihre zukünftige politische Arbeit in Berlin bzw. Mainz und Ludwigshafen einfließen lassen. Ich bin sehr beeindruckt von der Arbeit des Kinderschutzbundes hier in Ludwigshafen, sowohl von denjenigen, die hauptamtlich sich für die Erziehung von Kindern einsetzen, aber auch sozusagen in ganz sensiblen Bereichen tätig sind, aber auch das Ehrenamt ist hier mit großem Engagement dabei. Ich glaube, sehr früh mit Kindern zu arbeiten, ihnen zu helfen, ihren Weg zu gehen und dort, wo es in der Erziehung manches Mal hakt und knirscht, an ihrer Seite zu sein, das ist von ungemein großer Bedeutung und deshalb nehme ich mit, wie wertvoll die Arbeit ist und wie unterstützenswert sie ist. Und das bedeutet für mich natürlich als Politikerin, dass ich mich dort, wo ich Handlungsmöglichkeiten habe, in Berlin als Lobbyfrau auch verstehe für Kinder und für den Kinderschutzbund.